Hallo Leute, willkommen an der Universitätsbibliothek der JLU in Gießen. Wir sind die angehenden Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, kurz FAMI. In diesem Video zeigen wir, was man in unserem Beruf so alles machen kann und dass die Arbeit nicht ganz so verstaubt ist, wie man annimmt. Entschuldigung, ich bin neu hier und kenne mich hier kaum aus. Könnten Sie mir ein bisschen helfen, mich hier zurechtzufinden? Ja, natürlich. Hast du Fragen rund um den Ablauf in der Bibliothek oder weißt nicht, wo du das gewünschte Buch findest, kannst du dich jederzeit an die Auskunft wenden. An der Ausleihtheke werden vom Personal die Leseausweise erstellt und verlängert. Wenn du dir ein Buch ausleihen möchtest, kannst du dies ganz leicht an den Selbstverbuchern machen. Und solltest du bei etwas Hilfe brauchen, kannst du dich natürlich jederzeit an das Personal wenden. Vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid. Gerne. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, ich bin interessiert daran, an der Bibliothek zu arbeiten. Was macht man da eigentlich so den ganzen Tag? Sieht nicht nach viel aus, was? Naja, man kennt also die Klischees, ne? Laufen Bibliotheksmitarbeiter nicht den ganzen Tag durch die Regalreihen, nur um Besucher dabei zu erwischen, wenn sie sich unterhalten? Seid ihr nicht eigentlich den ganzen Tag dabei, Bücher einzustellen? Oder was macht ihr sonst noch so? Das Einstellen der Bücher ist schon ein Teil unserer Arbeit, jedoch nur ein ganz kleiner. Was dir als Nutzer vielleicht nicht so bewusst ist, du nimmst in erster Linie den Freihandbereich wahr, indem wir Mitarbeiter, vor allem euch Nutzern, unterstützend zur Seite stehen. Doch tatsächlich gibt es noch viele andere Arbeitsgebiete in der UB. In der Medienbearbeitung werden Medien bestellt, inventarisiert und katalogisiert. Hierbei hast du als Nutzer auch die Möglichkeit, Anschaffungsvorschläge zu machen und somit zum Aufbau des Bestandes beizutragen. Es werden jedoch nicht nur physische Medien bearbeitet, auch elektronische Medien wie E-Books gehören zum täglichen Bearbeitungsbereich. In der Zeitschriftenabteilung werden unter anderem E-Journals und Datenbanken bearbeitet und gepflegt. Außerdem werden eingetroffene Zeitungen vorbereitet, sodass sie später eine Auskunft für den Nutzer bereitliegen und gelesen werden können. Zusätzlich werden Abonnements gepflegt und gedruckte Zeitschriften bearbeitet, sodass sie im Zeitschriftenlesesaal ausgelegt werden können. So, das waren die größten Abteilungen der UB, die du, falls du dich zu einer Ausbildung bei uns entscheiden solltest, alle genauer kennenlernen wirst. Falls dir der Beruf Spaß macht und du ein engagierter Mitarbeiter bist, sind die Übernahmechancen bei uns sehr gut. Mithilfe der Gleitzeit hat man die Möglichkeit, die Arbeitszeit relativ flexibel zu gestalten. Wo kann ich mich dann melden, wenn ich noch Fragen habe? Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du dich natürlich an unsere Ausbildungsleiterin Annette Bück wenden, die dir rund um die Ausbildung weiterhelfen kann und auch während der Ausbildung für dich da ist. Zusätzlich kannst du auch auf unserer Homepage der Universitätsbibliothek vorbeischauen, wo du zusätzliche Informationen rund um den Ausbildungsberuf findest.